Na Leute, herzlich willkommen zurück zu Zeldas Battle, nee, The Legend of Zelda Battle Quest, The Legend of Zelda Herausforderung zum Kampf. Das hast du schön gesagt, Schmusi. Ja, ist ja vielleicht sogar, wenn nicht sogar der längste Titel aller Zelda-Spiele. Und natürlich hat er nur im Deutschen noch ein zweites Mal The Legend of Zelda drin. Warum? Wer war denn da mit den Übersetzern los? Egal, Leute. Wir haben heute die Mission 7 vor Augen. Zur Gerudo-Festung bei Gandalf rückt immer näher. So. Angst. Hast du Angst vor den Gerudos? Sind doch Frauen. Ich müsste Angst haben. Vor Gandalf. Ach so. Der einzige Mann unter all den Frauen. Ja, aber ich glaube, hier gibt es gar keine... Zur Gerudo-Festung vor dem Wald. Da haben die doch irgendwie wieder Mist gebaut. Aber es ist mit Sonnenuntergang. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wieder schöne Farben und ich bin wieder auf dem Türmchen. Du kannst mich sogar sehen. Ich glaube, es ist immer die ein und dieselbe Welt. Man startet bloß irgendwie von woanders. So. Richtig schön gespart. Auf zur Gerudo-Festung. Und nicht über den komischen Knopf stolpern, der da auf der Strecke liegt. So, der Bogenschütze ist am gefährlichsten immer. Ja. Ich habe jetzt schon die Bomben da hinten weggebracht. Yeah! Oh, der Schmusi. Einfach weggesniped. Die Lappenmann. Oh, da kommen die komischen... Oh nein, die Fast Boys. Die sind richtig fast, Alter. Ja, die Vögel sind auch leider Lappen. Ich schnapp sie mir. Ja. Ah, Mann, hey, wieso ist der mir vorbeigesprungen? Das ist aber so schnell, ey. Du kannst auch nichts machen. Ich will eigentlich den Vogel da treffen, aber es geht nicht. Weil das jetzt massiver Kopf davor ist. Na, warte mal. So, Kombo von 10. Oh nein, ein Skelettman. Nein. Ach, es gibt ja auch Stahlforce, stimmt ja. Die sind schlimm. Die hasse ich. Ach, die sind doch cool. Die treffe ich immer nie, weil die immer genau dann abhauen, wenn ich gerade schießen will. Marcel kann was gegen die machen. Ja, ich eher weniger. Vor allem jetzt, wenn der Schild down ist. Ich muss bloß ein bisschen auf Abstand bleiben, weil die sich gerne mal zu Schmusi teleportieren. So. Mhm. Hey, der hat immer einen riesen Reißverschluss offen gelassen. Warum? Einen riesigen Hosenstall offen gelassen. Vielleicht sind wir auch gerade auf so einen Riesen oder so drauf, ganz klein. Na, aber nicht mit den Rücken schießen! Hä, das hab ich doch gar nicht, ich hab ihn einfach zu schaffen. Nein, oh Mann, oh Mann, oh. Ich erinnere zu dir, ich komme! Ja. Ich helfe dir! Scheiß down, Alter! Nein! Ich überschläg's! Na komm, nicht zu Schmusi. Puh. Instant Kill. Schmusi ist mein Held und rettet mich. Ja klar, Mann! Ich mach alle fertig! Oh. Okay, ich will doch nicht, dass du mein Held bist. Mann! Yeah. So. Oh, was sind das da für Lümmel? Oh, und Fledermaus-Lümmel. Fledermäuschen. So, die anderen können einfach wieder durchschnetzeln. Weil keiner von denen eine Verteidigungsmöglichkeit hat. Oh, da kommen wieder die Äuglein-Robos. Äuglein. Augen-Roboters. Oh nein, und Bogenschützen. Und Bogenschützen, okay, dann kümmere ich mich um die Äuglein. Aua, und du schießt mir den Rücken. Das ist ja, kein Mann, Problem. Ich muss doch einfach ballern. Was ist denn mit den Bogenschützen da los? So. Damit du Scheiße, nein! Ja! Oh, Tor! Mann, ey! Oh, wo sind denn die Bogenschützen? Hier ist so ein kleines Vieh nur von. Mann, was ist drin? Die Bogenschützen schon getötet? Ja, komm schon. Oh, toll. Sind die Bogenschützen schon tot? Ich glaube, du hast sie umgebracht. Ich weiß bei Bogenschützen, ob ich die Pfeile zurückschleudern kann. Wäre ein bisschen komisch. Ich weiß es nicht. Schmusi. War nicht ein Topf hinter dir? Aua! Nein! Da sind wieder Bomben vor dir. Aua, Mann! Du hast ja schon wieder an den Rücken geschossen und dadurch bin ich getroffen. Schmusi, es ist nicht mehr lustig. Wer sind Bogenschützen? Die haben dich wahrscheinlich getroffen. Nein, ich sehe an der Animation, wo ich getroffen wurde. Und zwar von hinten. In den Hinterkopf. Oh, Scheiße, Mann. Hat ihn einen Topf auf dem Kopf. Nein! Ah. Mich verarscht! Oh Gott, ey. Boah, der auch genau dann nach vorne geschnellt ist, als ich dich beschützen wollte. Oh, da liegt wieder ein abgetrennter Goron-Kopf. Ah. Oh nein, da kommen Kugeln runtergerollt. Die Kugeln! Die Kugel musst du killen, bevor ich sterbe! Ich würde ja gerne. Ich sterbe! Oh, oh nein, ich sterbe aber noch! Die Gefahr ist nicht vorbei. Oh. Ah. Oh. Und da sind leider wieder Bogenschützen. Ah, gut, du hast den Schild weggemacht. Sau geil. Kann einfach durchstützen. So. Da ist doch wahr.
So, da schmuse ich drin einfach vor. Abgeblockt. So. Ist doch kein Problem hier. Seid ihr, woher die Angst immer kommt? Ich schmuse immer vorrennt. Unbewusst, aus Versehen. Oh, Alter, vor den Kopf in den Ballern. Obwohl er einen Helm auf hat. Oh, ist schon Final Mission. Ich schon. Ach, so ein Typ in Blau. Ist das ein Batmage eher? Oh, Fledermäuse. Mann, die Fledermäuse sind immer erst zu mir und dann gehen sie doch zu dir. So, ich muss jetzt aufpassen mit dem Tennisspiel hier. Nur in den besten Zelda-Spielen kommt Tennisspielen vor, ne? Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Was das alles aussagt. Na, wo ist denn dieses Spiel hier auf deiner Top-10-Liste der Zeldas, hm? Oh, also ganz weit oben, unten. Das ist wirklich schon der Endgegner hier, den haben wir gleich geschafft. Echt? Ja, weil das ist immer mega lame. Weil die introducen sich ja immer so mit extra Cutscene. Schnapp ihn, ihr Schmusi! Oh nein, jetzt wird sie die Punkte kriegen. Nein! Ja! Headshot! Na? Wer bekommt es? Diese Spannung immer. Ganz bestimmt ich. Oh, fail, ey. Ach, wie gut ich doch bin. Triforce von Lina erhalten. Marcel, mal extra in den Rücken schießen, damit er getroffen wird und Punktabzug bekommt. Nein, das war natürlich nicht. Du bist ein Team. Guck mal da, drei Punkte. Zwei davon vor allem, du im Rücken geschossen hast. Also ich hatte eigentlich Angst, dass wir es jetzt nicht so schaffen. Also müsstest du schon an einem Strang ziehen, darum geht's schon. Ja. Auch wenn wir kein Päuschen machen wollen. Guck mal, schon Roboter. Guck mal, wie geil die Effekte, Ghost Marcel, der wieder seinen Dings. Wie er voll im Mittelpunkt steht. Ultra-Effekte. Wie ich nicht so die Augen zu habe beim Foto. Super cool. Was wieder. Oh, Alter. Typischer. Typischer Classic-Fail, Augen zu. Ja, auch mein Gesicht verdeckt. Und so, der Fotograf kann mich irgendwie nicht leiden. Tja, weil er mir in den Rücken schießt immer. Ich bezahle den Fotograf schließlich. So, ich glaube, wir schaffen eine Mission. Na, die jetzt auch. Oh, zur Ganonsburg. Ja, die ist dann halt schon in Ganonsburg. Aber erstmal hier. So. Let's go. Wir sind nicht wie der komische kleine Roboter da, der uns immer zur Pause nötigen will, heißt. Irgendwie der Nintendo Land Roboter, keine Ahnung. Irgendeinen Namen hat er. Auch immer schön oben links der Titel des Spiels, damit man nicht vergisst, was man zockt. So, hier, ich bin da. Bisschen Trockenübung machen. So, hups. So, sind ready. Jetzt geht's los. Ganon, wir kommen. Du Schwein. Was so? Yeah! Das ist erst ein Rätsel? Oh mein Gott, Alter, Ganon denkt, wir sind doof. Ganon denkt, wir sind so doof. Kommt er mit seinem so Schwert schwingend? Du bist ein bisschen schneller. Ja, okay. Was yeah! Ich will die Gegner einschüchtern hier mit so ein bisschen. Ja. Oh shit, da ist gleich ein Bogenschütze. Oh, echt? Oder kein Bogenschütze, oder war das einfach nur so... Da ist einer mit der Bombe, shit. Was, mit der Bombe? Oh, tot. So, ich warte mal lieber auf Schmusi, sonst renne ich aus Versehen zu weit nach vorne. Und ende wie so ein Goron-Kopf abgetrennt. Oh, Schild kaputt, sehr geil. Das ist immer doof, wenn hier irgendwie Bogenschütze... Aber die sind Leute mit Bombis. Oh, Alter, Schmusi. Da waren Leute mit Bombis. Macht richtig schön hier schon vorab alle kalt. So muss das sein. Oh nein, da kommt wieder Bombensteine. Bombenstones? Ich bleib einfach hier stehen, dann können sie mich nicht treffen. Und Lina muss das ganz alleine machen. Ganz alleine. Oh, cool. Und da kommt noch einer. Ja. Jetzt war so keine Pfeile mehr. Zum letzten Moment noch. Oh nein, oh, ich hasse es. Jetzt sind die aber auf mich getriggert, oder? Oh Mann, ching, ey, ching. Genau vorbei. So. Scheiße. 20er Kombo. So. Oh, Bombis. Aber warte, erstmal schön taktisch nutzen. Ich laufe mal ein bisschen nach vorne, bis die kommen. So, hier bin ich außerhalb des Radiuses. Und jetzt über die Bomben. Bomben! Oh, okay, gut. Lala. So, oh, hast du den Schild weggebasht? Ja, extra für dich. Danke, Schmusi. Wir sind doch ein Team. Ey, die haben mir ja echt irgendwie den Goron die Köpfe abgehackt. Aber so den Oberkiefer. Und Wind wieder. Aua! Jetzt muss ich dich hier. Ich musste dich aus dem Weg schaffen. Wir brauchen dein Herz. Achso, oh. Ich dachte, wir brauchten eins. Nein, wir brauchen jetzt Angst. Weil jetzt, ja, schön die Bogenschütze und dann
Die scheiß Skelette, ey. Ich bleib mal echt bei dir. Ich hab Angst, dass ich zu weit nach vorne... Boah, Schild kaputt. Sehr gut. Nein, weg von Schmusi. Weg von Schmusi. Nein, Mann. Genau. Alter, Schmusi hat's verkackt. So. So. Nein. Schmusi hat's schon wieder verkackt. Ich mach doch gar nichts. So. Tja, jetzt hätten wir das Huhn gut gebrauchen können. Aber Schmusi ist ja... Hab ich so noch ein Huhn oder nicht? Fällt mir auch wieder ein, dass das einzige Zelda ist, wo du für das Hühner abschießen belohnt wirst und nicht getötet wirst. Tja, Leute. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das Spiel hier ein offizielles Spin-off ist. Weil es ist ja eigentlich nur eine Attraktion in einem anderen Spiel. Ich meine, wie. Die Frage ist ja einfach, wie zählt es in die Timeline rein, ne? Ja, in die Timeline. Ja, wo eines Tages so Typen kamen und einfach. Oh, Schmusi muss jetzt hier richtig... Ja, das war jetzt richtig okay. Schmusi muss jetzt, aber sie schafft's trotzdem noch. Nee, sie schafft, sie hat's trotzdem geschafft. Ich war so langsam, weil ich den Scheiß dafür jetzt verpasst habe. So langsam und trotzdem gerockt. So. Die Typen hier, bitte nicht in den Kopf schießen. So. Oh, geil. So, du, sind wir schon wieder am Ende? Warum sind wir so gut? Hier sind wir irgendwie 5-mal gestorben bei dem Level, oder nicht? Ja, ist schon... Nee, okay, wir sind noch nicht am Ende. Ja. Weil der hat sich nicht introduced, der olle Sack. Ich komme auch nicht an ihn ran. Ich kann nichts machen in der des Kampfes. Außer wenn er seinen Ball macht. Wie schmuse ihn einfach am Abballert. Schöner Link to the Past, Mucke. Sieht viel aus, oder? Ja, weil die Bälle ihm immer am meisten Damage machen. Oh, der kommt mit seinem Big Ball, Alter. Vor allem, für mich sieht es aus wie ein Stoffball. Also wenn der mich trifft, warum macht der mir Schaden? Das ist alles irgendwie Stoff hier. Ha! Alter, das ist mein Schmusi. Ah, ein Herzchen. Ein Krug oder ein Vogel oder... Schön gefächert, Alter. Oh, schlecht. Yeah, was ist hier los, Mann? Oh, oh. Oh, shit. Marcel, wollen wir nicht immer mal die Taktik nutzen, die Gegner nicht sofort auf uns aufmerksam zu machen? Oh, sag. Oh. So. So, ich stehe hier an dem Teil hier. Okay, ich wurde jetzt schon geschossen, ohne mir Bescheid zu sagen. Das muss doch... Zack. So. Jetzt hört man... Ach, man hört es. Ja. Oh nein. So. Okay, die Typen sollen alle schön hier. Boing, boing. So. Okay. Da oben sind Bombis. Bomben? Bomben. So, guck mal, was überhaupt passiert hier. Was ist... Ach, shit. Scheiß Spinnen. Nein, erstmal die und Typen mit Schild nerven. Weil die Spinnen können halt echt nicht so wirklich Damage machen. Die umarmen einen denn. So, einer ist tot. Ich bin auf dem Weg. Ich komm schon. Okay. Vögel, Herzen? Ja doch, da ist ein Vogel. Ah, wo der Kopf ist. So. Flups. Yay. Yeah. Oh shit, Bogenschützen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und kleine andere Typis. Oh shit. Shit. Oh Mann, ich will dich immer beschützen, wenn du gerade dabei bist, so rumzutorkeln, aber... Ha. Oh, ja, schöne Ding. So. Leute, ne, für den Fall, dass ihr während dieses Let's Plays hier so ein bisschen Übersicht verliert, ne, und euch nicht fragt oder euch fragt, wo soll ich hergucken, soll ich auf Marcells Bildschirm gucken oder auf Linas Bildschirm, gibt es ein ganz einfaches Lösungsaspekt. Ihr guckt euch das Let's Play einfach zweimal an. Das ist gut für euch. Ich dachte, was kommt jetzt? Gut für euch, gut für mich natürlich, ja, und für sonst niemanden, aber trotzdem. Alter, Schmusi macht erstmal hier elegant das Feuer aus. Oh, Schmusi, große Treppe. Das heißt, es rückt etwas näher. Wie ein Finale. Boing. Nee. Ich kann nicht treffen. Nee. Ja, die Dinger, wenn die sich drehen, ist doof. Da muss man natürlich genau in die Rille rein. Wenn die sich da so präsentiert mit dem Sword. Oh. Bogenschützi. Ich hab sie auf mich gezogen, die Agro. So, was sind das jetzt hier, Alter? Ist das schon Gen? Brauchen wir gar nicht. Ne? Brauchen wir gar nicht. Hätten wir vielleicht gleich neu über. Ja, können wir gar nicht. Ist ja nicht schlimm. Nee, wenn wir hier gegen jemanden kämpfen müssen, dann sind die gar nicht da. Warum ist das so ein kleines Battlefield? Oh, shit.
Der war schlauer, der hat seinen Helm aufgesetzt. Okay, zwei auf einmal. Na klar, die Dicken, ey. So, Schmusi, du weißt, ausweichen. Wenn... Oh, shit! Oh Mann, ich muss erst um die Kleinen kümmern. Die sind immer richtig nervig. Na verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich kümmere mich darum, dass sie keine Schilde mehr haben. Aber jetzt werde ich hier von allen umzingelt, übrigens. Ich hab hier auch gerade einen. Verdammt. Nein! Mann! Okay. Wenn wir das erste Mal sterben. Nein, Schusi, wir haben noch alles, ist alles cool. Der, wenn wir den töten, kriegt mein Herz. Also schnell, 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 töte ihn. Vorsicht, da kommt der Dicke. So, Herzchen, alles klar. Ja. Oh shit, ging das Schild. Du willst zu meiner Schmusi? Ich werde dich sowas von wegschlitzen. Schlitz! Manu! Schlitz, Schlitz! Aua! Lina, jetzt nicht sterben, Schmusi. So, kill ihn. Voll in den Arsch, hä? Achso. Oh, Alter, durch Arschschuss gestorben. Alter, wie ich ihn zerschlitzt habe. Wenn die Spuren richtig sehen konnte, geil. Ach ja. So. Ist ja klar, wer das gewonnen hat, ne? Ja, diesmal habe ich auch echt viel Schaden genommen, ja. Ja! Trotz Behinderung von Lina. Von hinten. Genau, weil sie mich von hinten einfach abgebasht hat. Ey, dieses Mal gar nicht so doll, ja? Na doch. Dafür war sehr bitten. Es war schon sehr bitter. So, passt jetzt nicht ganz ideal, aber ist doch super, an den Part zu wenden. Die finale Mission der Standardmission kommt dann beim nächsten Mal. Guck mal hier, Alter, wie episch wieder einfach stehen und alles. Und boah, hier mit den Wuseldingern, die man fast gar nicht sehen kann. Hier richtiger Trottel, Mann, ey. Ja, warte, ey, das ist so. So macht man halt. So kommt man halt in Stimmung. Und dann gewinnt man am Ende, ist ja klar. Ja. Wenn man einfach Ehrgeiz zeigt. Na, so ist es. So musst du das mal sehen. Okay. So, Lina wird auch weiterhin mit dem Gamepad spielen, aber erst beim nächsten Mal, wenn wir die Standardmission beenden mit Ganons Burg. Oh ja, die machen wir nochmal schön einfach als Meisterrang, just for fun, ne? Nein. Und dann ist aber dieses Projekt noch nicht vorbei. Wir haben schon damit gerechnet, es wird so oder so ein kurzes Projekt, aber wir machen auch die Extra-Mission und die, ja, auch wenn es nur 5 Stück sind, die werden übel. Die haben es nämlich sehr in sich. Nicht umsonst haben sie eine kleine Krone, aber wir haben sie einmal geschafft, Schmusi, also werden wir sie auch ein weiteres Mal schaffen. Sobald wir hier beim nächsten Mal in Ganonsburg mit Ganon aufgeräumt haben. Ihr könnt mal gespannt sein, wie der aussieht. Es ist Gen. Richtig, Gen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.